geht's jetzt? Schon wieder nicht? Irgendwas funktioniert mit den, Ach, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich muss einmal draufklicken, damit der an ist, der, Counter. Okay, jetzt funktioniert der Death-Counter. Direkt zu Beginn, ja, ehrlich. Was soll denn das? So, jetzt sind wir aber da. Jetzt kann ich starten. War schon gestern, doof. Weil mein Stream plötzlich, Nee, nicht mein Stream, sondern da war der Chat einfach mal weg. Aber das war Twitch global ein globales Problem auf Twitch. Deswegen streame ich auch mal von einer Konsole. Hallo, Paul. Pff, ich wüsste nicht, warum. Wenn, dann von der Wii U. Aber, ich habe aktuell keine Spiele, die ich von der Wii U streamen will. Von daher würde das ja nicht so viel Sinn machen. Einfach nur wegen einer Konsole streame ich ja nicht. Deswegen, ansonsten, wenn ich mir irgendwann eine PS4 ausleihe, dann Bloodborne. Genau, Mario Maker habe ich schon, ja, zweimal habe ich Mario Maker gestreamt. Aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen. Mal eine andere Werbung. Ja, sehr gut. Wunderbar. Kommt dann nicht mehr für die Wii U, ja, aber das neue Zelda. Das neue Zelda soll ja für die Wii U kommen. Allerdings kommt das wahrscheinlich auch für die NX und wenn das gleichzeitig kommt, dann lieber, dann hole ich mir lieber die NX und dann streame ich das von da, falls sie mir zusagt. Keiner weiß ja bis jetzt immer noch, was die NX überhaupt ist, ne? Nintendo hat zwar schon bestätigt, dass sie daran arbeiten und dass sie NX heißt, bis jetzt zumindest, aber was es sein wird, das weiß noch niemand. Von daher, mal gucken. Neues Schwert? Nö. Ist das gleiche, was wir gestern auch hatten. Das kann immer noch das. Nee, so. Oh! Sieht immer noch gut aus. Auch heute noch. Genau. Ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Keine Tipps, keine Spoiler, kein Backseaten. Das ist, glaube ich, klar. Keine Butt-Emotes. Also keine Hintern. Oder Boobs. Sonst. Die Lumpen sind neu. Ja, die sind seit gestern da. Hey, DJ. Und hi, Cake. Guten Tag. Sah so komisch aus gerade. Achso. Ja, das kann sein. Hier ist schön, wie es sich im Licht spiegelt. Oh. So, wir haben 6 Seelen. Wir müssen in den Sumpf. Ja, da habe ich mir natürlich eine tolle Arbeit für heute gelassen. Aber dafür sind wir frisch. Von daher können wir da direkt hin. Ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier sind wir näher an der Fackel. Von daher. Du hast bei jeder Maschine von Immersive Engineering einen Lichtbug. Ein Lichtbug? Bei einer Maschine von... Oh, ich habe Maschinen von Immersive Engineering nutze ich nicht. Von daher habe ich da jetzt nicht so viel Erfahrung mit, ehrlich gesagt. Genau dahin müssen wir nämlich. Das heißt, wir müssen hier runter und im Prinzip... Naja, irgendwie dahin kommen. Müssen wir noch rausfinden, wie. Und dann von da aus wieder zurück. Und ich glaube, da hinten ist das Tor, durch das wir dann durch müssen. Was dann aufgeht und wahrscheinlich erwartet uns da ein Boss. Aber vorher erwartet uns da unten noch jede Menge Mumpitz. Wenn du die setzt... Wow! Das geht ja richtig gut los hier. Geht aber richtig gut los hier. Lass mich doch erstmal ankommen. Hier, ihr Penner. Gibt's ja wohl nicht. Also wirklich. So. Und dann irgendwie so da in die Richtung. Ne, an diesem Schloss vorbei quasi. Jetzt habe ich mich schmutzig gemacht. Hattest du bei Swex? Ja, versuch mal einfach, die Texture-Packs auszumachen oder falls du Shader hast, die auszumachen oder falls du Optifine installiert hast, das müsste dann auch weg. Ja, ich muss zu dem tatsächlich. Wow. Weg da mit euch, ihr Penner. Oh. So. Oh, ich muss doch jetzt nicht gegen den kämpfen, oder? Das wollt ihr mir doch jetzt nicht sagen. Muss ich dann mich an ihm vorbeischleichen, oder was muss ich machen?
Crap. Du hast das bei Sortex. Kannst dir nicht vorstellen, dass ich die NX nicht hole. Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Bis jetzt habe ich mir jede Nintendo-Konsole gekauft. Von daher. Oh, warte. Ach. Springen sollst du. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht uns an dem vorbeischleichen können. Ich wüsste aber nicht wie, weil da komme ich ehrlich gesagt nirgendwo auf eine Insel. Das ist die einzige Insel, zu der ich hinkomme. Ja, und da muss ich da den Weg hoch. Oh Gott, jetzt hat er mich trotzdem gesehen. Weg. Okay, das Gift. Da komme ich wohl nicht dran vorbei. Oh Gott. Penner. Klar, zwei. Ja, sicher. Das ist ja easy. Das ist ja easy. What the fuck? Gibt es ja. Jan, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo genau. Über die NX ist noch gar nichts bekannt, ja eben. Aber es ist Nintendo, also ganz im Ernst. Nintendo-Konsolen werden nur deswegen schlecht verkauft, weil sie, weil sie eher schlechtes Marketing machen, nicht weil es schlechte Konsolen sind. Ne? Also die Wii U war nur deswegen, war deswegen mehr oder weniger gefloppt, weil sie Wii U genannt haben. Weil sie dachten, wenn wir sie nochmal Wii nennen, dann kriegen wir nochmal den gleichen Erfolg wie mit der Wii. Was war natürlich Schwachsinn war. Weil das so nicht funktioniert. Wenn es gleich heißt, dann werden sie eher weniger Erfolg haben, weil die Leute dann verwirrt sind, warum die noch eine neue Wii rausbringen und weniger. Wo kam denn jetzt der zweite her? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Oh Gott. Ne? Und schon wieder Werbung. Was? Das kann nicht sein. Schon wieder Werbung? Schon allein wegen Breath of the Wild würde ich mir. Ja, eben. Genau das meine ich. Das sieht so gut aus. Wenn sie da das Zelda-Gefühl wieder mit komplett reinbringen. Schön aufpassen. Wo ist denn der zweite, der mich da gerade angegriffen hat? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ich habe Angst. Vor allem, was machen die denn für ein Damage bitte? Und warum muss man denn vorbei? Ach, was für ein Mist. Ah, du bist von Handy auf Laptop. Ach so, ich dachte schon. Warum kommt bei mir zwischendrin Werbung? Das hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Bin ja noch nicht mal Partner. Und kann irgendwie Werbung triggern. Hießen doch auch gleich und verkaufen sich sehr gut. Der schlechten Hardware glaube ich nicht. Also ja auch, klar, aber die Wii hatte auch nicht so viele IPs. Die Wii, nee. Die haben einfach zu schlecht Werbung dafür gemacht. Für die Wii U. Die Sache ist, bei der PlayStation ist aber eben klar, dass PlayStation 1, 2, 3, 4 heißt und so. Und die Xbox hat sich in One umbenannt quasi von der 360, aber da haben sie dann auch, da haben sie es dann irgendwie, da haben sie mehr Werbung für gemacht. Da haben sie, gut, kann natürlich verschiedene Gründe dafür angeben. Aber an sich sind die IPs von Nintendo besser als die IPs, die du jetzt also schlechtere Hardware bestimmt. Das wird auf jeden Fall derjenige, der irgendwie ein Assassin's Creed oder ein Batman-Teil spielen möchte, wird auf jeden Fall sich eine PlayStation 4 oder eine Xbox One holen. Eher eine PlayStation 4. Wenn er nicht viel Geld ausgeben möchte jetzt für einen guten PC. Ne, das ist klar.
Aber an sich, die IPs von der Qualität sind wesentlich höher auf der Wii U. Die Exklusivtitel, es gibt ja eine Statistik von Metacritics. Habe ich letztens gesehen, die ganzen Exklusivtitel, die es jetzt auf der Xbox One, also in der Generation jetzt gab, da hat, glaube ich, die Wii U allein 4, 5 oder sogar 6, die über 90 bewertet worden sind im Schnitt. Und die PlayStation 4 hat, glaube ich, nur 1 oder 2, Xbox One hat nicht ein einziges Spiel. Das heißt, von der Qualität, was die Exklusivtitel anbetrifft, ist auf jeden Fall die Wii U weitaus weiter als Xbox und PlayStation. Nur, dass die natürlich eine bessere Hardware haben und die ganzen Spiele, die alle spielen wollen, die es aber auf mehreren Konsolen und Plattformen eigentlich gibt, da hat auf jeden Fall die PlayStation die besseren Karten, klar. Da kommt einer von hinten gerade. Oh Gott. Jetzt meine 6 Seelen habe ich mir abgeholt. Kriege ich das vielleicht hier einfach? Mir egal. Feuer ist aus. Tür ist auf. Cheesed. Gecheesed habe ich das. Twilight Princess 200 Stunden. Krass. Das ist krass. Ja, das Wind Waker HD ist ein wunderschönes Spiel. Wind Waker HD ist ein absolut wundervolles Spiel. Und wunderschönes Spiel, das wollte ich sagen. Das stimmt, Insanity. Obwohl Windows 10 Store. Also da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich hau mal ab. Moinsen. Hüpf du mal rum. Haha, die kommen nicht durch. Ihr Trottel. Achso, so hätte man es eigentlich cheesen müssen. Einfach hier durchrennen und warten, bis die weg sind. Okay, jetzt sollte ich mir aber vielleicht mal das Gegengift schnappen hier. Ich lade mir das Pack mal neu runter. Mach das. Du kannst auch einfach googeln. Kommt die jetzt hier rum? Nee. Du kannst auch einfach googeln, Zortex modded. Ich hab halt irgendwo einen Link im Bot, aber der Bot ist halt aus, weil wir gerade kein Minecraft spielen. Also nicht der Bot ist aus, aber die Befehle für Minecraft sind aus. Die sind nämlich so eingestellt, dass... Oh. Na klasse, jetzt auch noch die. Auch noch ihr, oh. Ah. Schade. Ach, der ist nicht tot. Ach so, ja klasse. Ach, kacke. Da ist der nächste. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind einmal im Kreis gelaufen, kann das sein? Sieht zumindest sehr danach aus. Oh Gott. Und da hoch? Wie komme ich da hoch? Keks, willkommen! Guten Tag. Da sind eher reifere Menschen. Naja, das ist ja auch ausschlaggebender Grund, ne? Hier nicht Reife, aber hier gibt es halt sehr, sehr straffe Regeln und so bei Pirates, wie man seinen Stream gestalten kann. Jemand, der viel flucht, wird gar nicht erst quasi eingeladen hierhin. Oder auch jemand, der viel trinkt oder viel raucht oder solche Geschichten. Gibt halt hier so einen gewissen, ohne mir jetzt selbst in den Arsch kriechen zu wollen, natürlich, sagt er und flucht. Aber so ein bisschen achtet man halt schon darauf hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich vielleicht lohnen würde, den Homeward Bone zu nehmen und dann zurück zu
Ja, ich glaube, das ist am besten, weil hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich hin muss. Ich glaube, hier wären wir nur im Kreis gerannt und da wartet auch schon wieder ein Dicker auf mich. Und da ist irgendwas, aber ehrlich gesagt, ich komme hier lieber wieder, sobald ich einen Ring habe, der mich ein bisschen schneller durch dieses Wasser laufen lässt. Weil jetzt auch durch den Sumpf watscheln muss ich ehrlich gesagt nicht. Von daher lass mich mal kurz hier das machen. Use Bonfire Last Rested at, genau. Keks, wie geht's? Wie war's beim Friseur? Die meisten. Sehr gut. Wo ist die John Travolta-Animation? Welche John Travolta-Animation? Die ist nur bei. Wie meinst du, warum sollte die denn jetzt kommen? John Travolta kommt nur, wenn jemand was ins Sparschwein einzahlt, aber das. Sonst gibt's keinen John Travolta. Ich weiß nicht, was. Nehmen die Bay Pirates auch multilinguale Streamer? An sich ist es ja Deutsch, aber wenn jemand jetzt Deutsch und Englisch oder Deutsch und was anderes streamt, dann bestimmt. Oh, Moment. Mercenary. Ich habe deine E-Mail bekommen, aber... Hä? Oh nein, Moment. Jetzt sag mir nicht, dass hier... Da, ja, die John Travolta-Animation fehlt. lass mich mal kurz gucken. Ups. Also ich habe nichts gemacht, aber Tippi stellt gerade Sachen um in ihrem System. Es wird angezeigt, aber ist kein Alarm getriggert worden. Warum nicht? Weil Twitch was umgestellt hat. Und deswegen muss Tippi daran arbeiten. Ich denke. Warte mal, versuchen wir es nochmal. Das tut mir jetzt leid. Das ist aber eigentlich gerade passiert. Ja, das stimmt. Jetzt erschrecke ich mich trotzdem. Twitch Alerts nutze ich nicht. Ne. Die Alerts gehen nicht. Warum gehen die Alerts nicht? Ich weiß warum. Oh nein, ich weiß warum. Weil ich mein Passwort geändert habe. Und weil ich mein Passwort geändert habe, hat sich mein Stream Key geändert. Und weil der Stream Key sich geändert hat, kann Twitch gerade nicht darauf zugreifen. Lass mich mal kurz gucken. Das ist... Ja. Please keep your API key and your widget URLs private. Das ist klar. Muss ich das hier irgendwo umstellen? Daran liegt das, glaube ich. Ich konnte nämlich gerade auch nicht den Stream starten, weil der das sich geändert hat. Da muss ich mir das nochmal kurz... Moment, das mache ich eben, weil das ist ja total kacke. Ach, das tut mir jetzt leid. Moment. Wo stelle ich das denn jetzt hier ein? Beziehungsweise kann ich die Alertbox... Eventuell. Okay. So. Versuchen wir es nochmal, ob es jetzt geht. Das nächste Getränk geht auf mich, Pfasiotte Ru. Ja. Offensichtlich haben sich auch meine Tippi Keystreams geändert, Stream Keys, so wie es aussieht. So, und jetzt müssen wir dann allerdings auch noch die andere. Das tut mir jetzt leid, Mercenary, das wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, dann kacke. Aber gut, kann man nicht wissen, dass sich sowas ändert. So, Moment. Kann ich das jetzt dann nochmal aus... Moment, vielleicht muss ich das nochmal auslösen. Das kommt jetzt nochmal.
Und dann stehst du auf. Das nächste Getränk geht auf mich, passierte Ruf. Dafür kam es jetzt zweimal, auch wenn ohne Schokolade, komischerweise. Aber es liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass das schon im Hintergrund, ohne dass wir es gehört haben, einmal ausgedingst wurde. Ehrlich, Mercenary, da donatet man zum ersten Mal und dann geht's nicht. Aber danke, dafür hast du meine unendliche Dankbarkeit, die du sowieso schon hast, weil du mein allererster Viewer bist, immer noch, für immer sein wirst. Aber, ja. Pass auf, wenn du Tippi sagst, Twitch nicht was anderes versteht, zum Beispiel Pippi. Oh nein, jetzt stürzt mein Stream wieder ab. Stimmt. Soll ich aufpassen, ne? Also da muss ich sagen, habe ich mich gestern auch ein bisschen geärgert, dass so Keys, Emotes, wie halt der von Lyric, wo einfach eine Katzenklo pinkelt, wird einfach verboten, also nicht verboten, sondern einfach gelöscht direkt. Wo ich mich frage, wegen ein bisschen Pipi? Also, oder so ein Comic-Hintern von Deathridge zum Beispiel. Ist auch verboten. So, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ne, an sich natürlich kann man sagen, reg dich nicht über so einen Mist auf, weil das ist First World Problems und so. Aber ich gehe halt da so, also ich denke mir dann bei sowas, während den Anfängen halt. Ich muss jetzt hier als Europäer auf die, wie heißt denn das? Prüdighaftigkeit von Amis achten, weil keine Ahnung. Aber kann mir gleichzeitig im Stream auf Twitch angucken, wie Leute Videospiele spielen, wo Mobs geköpft werden, weißt du? Das ist dann in Ordnung. Death Booty gibt's nicht mehr, ne. Wurde verboten. Tatsächlich. Oh shit. Ich find's gut, dass man nichts sieht vor lauter Federn. Hab ich drauf gedrückt? Ja, ne? Bin zweimal gestorben jetzt heute, ja. Oh. Jetzt hast du wieder mehr Zeit zum Schauen, das freut mich. Twitch ist so kleinkariert mittlerweile, ja. Genau das meine ich. Es ist einfach kleinkariert und das ist einfach, weiß ich nicht. Also, so ein Comic-Hintern, mal ganz im Ernst. Kinder können hier den ganzen Tag Boobie-Streams gucken, die nichts anderes machen, als auf Gambling-Seiten unterwegs sind. Aber ein Comic-Hintern wird verboten. Das ist so ein bisschen... Ja. Egal. Mahlzeit ad noctum. Guten Tag. Hä, hey, stand hier nicht? Achso, da. Ich würde ihn halt gerne... Mann! Jetzt lass mich doch mal... Das kann doch nicht wahr sein. Solange man keine Nippel sieht, ist alles in Ordnung. Die Amis können auch machen, was sie wollen. Und ich bin halt jetzt leider auf einer amerikanischen Seite und da kann ich mich halt auch nicht beschweren großartig. Da muss ich halt mit den prüden Amis mich irgendwie organisieren. Aber was kommt als nächstes?
Das, was ich am nervigsten, ehrlich gesagt, finde, beim Death Booty ist es ja, mein Gott, dann ist es halt so. Was ich am nervigsten finde, um ehrlich zu sein, vielleicht müssen wir doch erst unten lang. Problem ist, dann werde ich die trotzdem beide triggern. So oder so. Warte mal. Ich kann ihn nicht anvisieren, sehr gut. Vom Tay. Vom Tayrion. Ne? Der letztens auch beim. Der letztens auch beim Plankenschnack da war. Armer Streamer. Hier auf Twitch. Deutscher. Der hatte den Inder. Der wurde auch verboten wegen Rassismus. Der Tayrion spielt halt einen Inder in Arma und hatte ein Emote dazu. Das war sein quasi, so wie ich das verstanden habe, sein Vorzeige-Emote. Und der wurde verboten. Heißt das dann, dass dieser eine Emote, der, wo dieser Schwarze quasi abgebildet ist, der so ein bisschen kritisch guckt, auch bald verboten wird oder also entfernt wird? Oder was ist mit Ming Li? Da wird ein Asiate abgebildet. Wird der dann auch rausgenommen? Haben wir dann bald nur noch Emotes, die weiße Gesichter abgebildet haben? Und dann, wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man gleich anfangen, sich darüber aufzuregen. Dann ist nämlich der nächste Schritt nicht mehr so weit. Craigasm. Was mit Craigasm? Da hat jemand einen Orgasmus. Darf der dann auch nicht mehr benutzt werden? Hey, in Arena! Ja, genau, Ming Li. Da ist er. Genau der. Kann man Twitch irgendwo Verbesserungsvorschläge schicken? Wahrscheinlich auf Twitter am besten. An Twitch Support, hätte ich gesagt. Wäre YouTube Gaming so groß wie Twitch, wären sicherlich viele dort. Aber da hast du ja wieder andere Probleme. Da kannst du wieder keine Musik hören. Also, weiß ich nicht. Und dann kommt irgendwann der Gedanke, warum nicht eine deutsche Plattform machen. Aber das ist dann auch schon wieder Mist. Dann kommt dabei was rum wie... Die haben... offensichtlich eine Feuer-Def an die Viecher, oder? Irgendwie habe ich den mit dem normalen Holzpfeil, der eigentlich weniger Schaden macht, gerade weniger Damage gemacht, mehr Damage gemacht als mit dem Feuer-Ding. Genau, Yusef, ich muss mal alle meine Emotes, in denen mein Gesicht drin zu sehen sind, löschen, weil man keine Ärsche zeigen darf. Auf den bin ich noch nicht gekommen. Sehr gut. Ja, genau, Insanity. Auch ein Schwarzer. Hallo? Man darf ja wohl keinen, wenn man keinen Inder zeigen darf, dann darf man ja wohl auch keinen Schwarzen zeigen. Das ist ja wohl rassistisch. Ist nicht dann eher das Löschen des Emotes Rassismus? Wenn wir mal ehrlich sind? Oh oh. Oh nein. Oh nein. Andererseits, oh ja, weil die Rüstung haben, die ich gerne hätte, aber... Oh, sehe ich das richtig? Das sind das die, ja.